Prinzip geht es um die Kühlbox von WCS. Ich habe eine neue Kühlbox gebraucht. WCS hat ein Video drin gehabt. Schnellschuss wie immer bei mir. Bevor das Video zu Ende war, habe ich die Box im Internet bestellt. Nach dem Intro seht ihr, wie sich die Box so im ersten Test schlägt und welche Erfahrungen ich so im ersten Test habe. Hallo, Markus hier von Womoflog. Ja, wie ihr schon gesehen habt, Kühlbox von WCS. Warum habe ich eine neue Kühlbox gebraucht? Meine Kühlbox vom großen O in Holland hat leider den Geist aufgegeben. Somit habe ich eine neue gebraucht. Wie schon gesagt, Video gesehen von WCS und dann einfach gekauft. Ja, die Kühlbox steht bei uns immer im Auto. Wir sind mit dem Wohnwagen, noch mit dem Wohnwagen unterwegs. Und bei 5 Familien oder beziehungsweise 5 Familienmitgliedern ist der Wohnwagen-Kühlschrank einfach zu klein. Deswegen haben wir noch eine Box dabei. So, schauen wir uns mal an, was denn geliefert wurde. Die Box kam so, sie war verpackt in einem Karton. Schön oben und unten mit Styropor verpackt, damit beim Transport nichts passiert. In der Box war drin eine Schachtel. In der Schachtel drin habt ihr verschiedene Kabel. Einmal für 12 Volt, 24 Volt, normaler Zigarettenanzünder. Einmal ein Trafo und ein Kabel für den Trafo, sodass ihr sie an 230 Volt anschließen könnt. Des Weiteren habt ihr dabei eine Bedienungsanleitung. Ich denke mal, die ist von WCS selber geschrieben. Die ist relativ dünn, aber steht alles drin, was ihr wissen müsst. Und ihr müsst nicht lange die Sprache suchen. Die Bedienungsanleitung ist geschrieben in Deutsch. Ihr habt hier zum Anschluss den Stecker. Ich vermute mal, das ist ein C12 oder ein C13 Formfaktor. Wenn ihr das wisst, schreibt es bitte mal unten in die Kommentare. Ich bin nämlich im Überlegen, ob ich mir selber noch ein Kabel baue. Des Weiteren in der Box ein Korb, den ihr durch so einen Schieber trennen könnt, um die Box sauber zu beladen. So, welche technischen Daten, technische Spezifikationen hat denn die Box? Man muss wissen, die Box ist eine Kompressorbox. Damit ist der Geräuschpegel ein bisschen höher als beim Absorber. Inhalt sind 50 Liter. Im Anschluss blende ich euch noch die Innenmaße ein von der Box. Die Box wiegt laut Bedienungsanleitung, ich habe es nicht gewogen, etwa 13 Kilo. Ihr könnt die Box anschließen an 12 Volt, 24 Volt, 230 Volt über einen Adapter oder über einen Trafo. Das Kühlmittel soll laut WCS weniger umweltschädigend sein als das normale, das in den normalen Klimaanlagen für die Autos verwendet wird. Ich kann es nicht beurteilen. Wollen wir mal das Ganze glauben. Dann noch was sehr Gutes. Ihr könnt die Box über eine App steuern. Ich bediene die Box über das Bedienpanel fast gar nicht. Ich verwende eigentlich nur die App, weil es einfach bequemer ist. Hier habe ich mal die Innenmaße gemessen. Breit etwa 28 cm. In der Länge misst sie etwa 46 cm. Und hoch Innenmaß ca. 40 cm. Ihr könnt hier locker eine 1,5 Liter Flasche reinstellen. Passt also locker und ihr habt noch Platz nach oben. So, hier habe ich euch die Steuerung über die App mal eingeblendet. Über diesen Schalter könnt ihr die Box aus- und einschalten. Hier seht ihr die aktuelle Temperatur der Box.
Über diesen Schiebeschalter könnt ihr die Temperatur einstellen, minus 20 bis plus 20 Grad. Ihr habt den Batterieschutzmodus, drei Stufen, High, Middle und Low. Die Daten habe ich euch seitlich eingeblendet. Hier ist der Energiesparmodus, Max, schnelles Kühlen, Eco, Energiesparmodus. Über diesen Schalter könnt ihr die Box sperren, sodass niemand zugreifen kann. Über diesen Button könnt ihr die Bluetooth-Verbindung trennen. Und zu guter Schluss hier noch die Spannung, die an der Box anliegt. So, jetzt genügend der technischen Vorrede. Gehen wir mal bei mir auf die Terrasse und testen die Kühlleistung der Box. So, kommen wir zum Test der Kühlleistung. Dazu steht die Terrasse jetzt schon einige Zeit bei mir auf der Terrasse im vollen Sonnenlicht. Ich habe hier einen Datenlogger, der ist außen drin, und gleichzeitig einen Datenlogger im Inneren. Klappe wieder zu. So, ich werde die Box nachher mit sechs Wasserflaschen befüllen und werde dann mal messen, wie lange die Box braucht, bis sie 6 Grad Kühltemperatur erreicht hat. Ich blende euch die Aufzeichnungen der Datenlogger im Anschluss daran an. Die Datenlogger habe ich beim großen A im Internet bestellt. Ich verlinke euch die beiden Datenlogger oder die Datenlogger unten in der Box. Wenn ihr die dann über diesen Link beziehen wollt, wäre es recht nett, wenn ihr dies tun würdet. Er würde mich da ein bisschen unterstützen. So, jetzt starten wir mal die Messung und gucken, was passiert. Hier seht ihr mal, was die Box selber über die App anzeigt, wie warm das in der Box drin ist. Hier sieht man die Aufzeichnung vom Logger, der außen gelegen ist. Maximaltemperatur war hier 59,19 Grad. Der Einbruch nach unten war eine Abschattung, da kam einfach zwischenzeitlich eine Wolke und die hat den Logger ein bisschen abgedeckt oder beziehungsweise Schatten erzeugt. Hier nun die Aufzeichnung von dem Logger, der in der Box lag. Der Logger sagt jetzt, okay, Max-Temperatur war 30,94 Grad. Und gestartet wurde die Aufnahme um 10.28 Uhr. Um, ja, sagen wir mal, 13.15 Uhr hat er dann die 6 Grad erreicht. Wohlbemerkt, immer noch draußen 50 Grad. Und man sieht sauber die Schalthysterese. Immer runtergekühlt auf 6 Grad. Ausgeschaltet, hoch ging er dann auf 7 Grad. Bei 7 Grad hat er wieder eingeschaltet, der Kompressor. Und wieder runtergekühlt auf die 6 Grad. Also es funktioniert. Okay, zugegeben, der Test auf der Terrasse war natürlich ein Stresstest für die Box. Niemand wird hier auf die Idee kommen, die Box in der prallen Sonne in Betrieb zu nehmen, sondern wird sie immer versuchen, in den Schatten zu stellen. Aber WCS hat ja im Video gesagt, drobentauglich, also muss sie auch den Stresstest bei 50 Grad oder mehr in der Sonne aushalten. Was natürlich auch interessant ist, ist die Frage, wie laut ist denn die Box? Ich weiß, ein Handy ist nicht gerade ein Messgerät, aber zur groben Abschätzung habe ich einmal das Handy eingesetzt mit einer App und die Werte liegen etwa bei 37, 38 dB in einem Meter Entfernung. Okay, persönliches Fazit. Ich denke mal, es war kein Fehlkauf. Es gibt Pro und Contra, klar. Pro einmal die Kühlleistung, die ich für sehr gut finde. 50 Grad Außentemperatur auf den eingestellten Wert 6 Grad. Sie ist ausreichend groß. Was mir Spaß macht, ist die Steuerung über die App. Ihr habt die Möglichkeit an der Box, hier seitlich noch USB-Geräte anzuschließen und zu laden. Was ich auch gut finde, ist, dass das Kühlmittel umweltfreundlicher als das normale Kühlmittel ist. Ihr habt 5 Jahre Garantie auf die Box. Das finde ich auch nicht schlecht. Und natürlich für den Preis 499, wie ich sie gekriegt habe bei WCS. Das Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich auch nicht schlecht. Kommen wir zum
Kommen wir zum Contra. Zwei Punkte, die ich nicht so prickelnd finde. Ist einmal das Tragen der Box. Ich drehe sie mal her. Die Griffe sind relativ weit außen, beziehungsweise ihr könnt nicht richtig reingreifen. Für jemanden, der das Ding im Wohnmobil stehen hat, kein Thema. Der muss nicht rumtragen. Aber für jemanden, der das tragen muss, da reinzugreifen, wenn die geladen ist, wird recht schwer zu transportieren. Dann die Kabel. Der Kabelquerschnitt erscheint mir ein wenig dünn, wobei hier ja WCS Abhilfe schafft, die ja ein Kabel im Programm haben mit höherem Durchschnitt. Ich habe es bei mir getestet, hier seitlich 12 Volt. 12 Volt geht bei mir nur, wenn der Motor läuft, aber ich habe zum Glück Ford Tourneo, hat in der Ausstattung vorne noch einen kleinen Wechselrichter drin. Somit kann ich sie vorne auf 230 Volt laufen lassen. Okay, so viel zum Video über die WCS-Box, über die Kühlbox von WCS. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da, Daumen nach oben, abonniert kostenfrei den Kanal und drückt die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn es ein neues Video gibt.